So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen, ja, neuen Let's Play-Projekt. Da, genau. So, wo wir gerade dabei sind, schön die Bäume zu zermöbeln. Mit der guten alten Handkantenverkloppung. Wir können uns natürlich auch erstmal gucken, ob wir irgendwo Stein finden, damit wir uns ein paar Steinäxte bauen können. Aber ich sehe gerade nirgendwo eine Mine. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist ein Scheißproblem. Haben wir irgendwo eine Mine? Irgendwo, wo man ein bisschen unauffällig Stein abbauen kann, oder das sind aussieht wie abgebaut? Hier hinten sieht es auch nicht so geil aus. That's a little bit disappointing. Ah, cool. Ja, doch, da können wir doch locker. Es konnte er nie wieder rauf wetten. Obwohl, doch, geht. Ja, geht. Dann nehme ich mal dich weg. Dich weg. Dich weg. Dich weg. Und dich weg. Und dich weg. Und du. Und du. Und du. Und du. Und hier können wir uns richtig schön reinbauen. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, irgendwie finde ich diesen neuen Sound gar nicht so schlimm. Klar, er hat jetzt wesentlich höheren Höhenanteil. Und wenn man jetzt mit Holz auf Stein klackt, dann klingt das vielleicht auch in der Realität definitiv anders. Aber es klingt zumindest realistischer als das, was davor als Sound war. Ja? Auch wenn der Sound davor an sich angenehmer zu hören war, einfach weil er mehr Tiefen hatte und damit quasi Tiefen entspannt. Aber so als solches muss ich schon sagen, finde ich den Sound ist hier gar nicht so schlimm. So, das war's dann auch. Haben wir erstmal genug Stein. Soll ja bloß für ein paar Äxte und ein paar Schippen reichen. Und eine Steinaxt, damit wir einen neuen Stein abbauen können irgendwann mal. Alter, so viele Sachen, als so viel Gemüse hier. Ja, wobei das ja eher Obst ist. Ja, wo bin ich? Da bin ich. Nein. Hä, bin ich hier falsch? Wo ist unser Hügel? Da ist die Insel. Das heißt, unser Hügel müsste. Hä? War das nicht unser Hügel? Nee, war es nicht. Unser Hügel war hier. Jawohl, ja. So. Okay. Wir brauchen. Achso, wir brauchen jetzt einen Holzstecker. Wir haben ja keine Holzstecke. Stöckers. Machen wir mal hier so zweimal. Dann machen wir hier alles. Und dann machen wir mal hier so ein bisschen so brapp. Und ja. Dann haben wir einmal eine Axt. Dann haben wir einmal eine Schippe. Dann haben wir einmal noch eine Axt. Bäh. Und dann machen wir dann jetzt nur noch gleich ein Schwert. Einfach weil Schwerter schön sind. Gut, ein Steinschwert ist jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra Deluxe Paket, aber können wir vielleicht gleich noch einen Ofen machen. Wobei brauchen wir noch keinen. So, gut. Was jetzt? Wo jetzt? Genau, wir waren hier dabei, den Baum hier abzubauen. Axt vor, noch ein Tor. Ja, gut, also viel schneller ist es aber auch nicht, oder? Ah doch, ist schneller. Okay. Die Blätter decayen schon mal. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt möchte. Ein paar Blätter können wir uns gleich mal mitnehmen. Als Brennmaterial, wisst ihr?
Dann legen wir uns irgendwo in die Sonne, damit die schön trocknen können, und dann ist das das perfekte Brennmaterial. So ungefähr. Okay. Ah, ne, da ist hier so. Alles voll mit Blätter. Ganze Laub und Gemüse hier. So, haben wir ein paar Blätter, 25. Sollte schon mal für den Anfang reichen. Dann haben wir hier noch ein paar Bäumchen. Genau, die drei. Ach, sind doch vier. Akrikte Karese. Der da kann bleiben, aber die beide hier und die beide hier, die müssen auf jeden Fall weg. Let's go, haben wir sogar einen Apfel. Sehr geil. Und dann noch letztendlich ein bisschen Holz für die erste Plattform quasi. Ich muss aufpassen, dass ich hier mich nicht komplett falsch orientiere. Die Sachen abbauen, die ich gar nicht abbauen möchte. Aber noch sieht alles soweit korrekt aus. So. Sehr nice. So. Ich glaube, jetzt haben wir genug Blätter. Müssten wir definitiv schon mehr als ein Stack haben. Haben wir schon mehr als ein Stack. So, jetzt kommen die beiden Bäume hier weg. Und dann ist ja unsere Spitzhacke auch schon wieder direkt wieder fast vorbei hier, ne? Unsere, also fast Geschichte. Lass mal hier so da und da so hin machen. Aber neue Bäume einpflanzen werde ich da ja logischerweise nicht. Das wäre ein bisschen dumm. Und der hier, ne? Genau. Wir haben noch vier Bäume ausgeerntet. Da müsste doch hier irgendwo noch so ein leeres Feld sein, oder? Achso, nee, der war hier in der Ecke. Okay, gut. Da brauchen wir keine Erde hinklatschen. Da sieht es so schon in Ordnung aus. So. Genau, du auch noch. Perfekt. Ist ja doch geil. Achso, und für die, die sich gerade fragen, warum hier immer die ganzen Blätter direkt droppen. Was ist los? Weil ich bei dem letzten Baumstamm, wenn ich den letzten Baumstamm immer abklatsche, immer die Q-Taste dabei drücke. Also das mit dem, diese Holzfäller-Mod, ne? Oder diese Woodcutting-Mod. Ich glaube, der Baum hier ist auch noch ein bisschen. Oder? Nö, doch, der Baum, der kann bleiben. Schiffchen! Komm her! Nice! Wobei, wir müssen bei den Tieren aufpassen, dass wir uns eigentlich das ganze Inventar direkt wieder voll klatschen. Nur wegen Wolle und sowas alles. Ja, jetzt haben wir direkt einmal Wolle. Jetzt haben wir einmal Leder. Und das klatscht natürlich direkt das gesamte Inventar voll. Nicht so geil. So, mit dem Holz machen wir jetzt mal hier. Ja, komm her damit. So. Machen wir uns erstmal eine relativ simple Plattform, die wir einfach hier erstmal so ein Viereck ausklatschen.
Ich würde hier fast bis zum Baum rangehen. Doch, können wir machen. Die Frage ist, wie groß machen wir die Plattform? Ich würde gerne, dass hier auch so ungefähr die Mitte ist. Bei die Mitte können wir auch ein bisschen weiter nach hier verschieben. Doch, die können wir auch ein bisschen weiter nach hier verschieben. Dann machen wir hier so die Mitte, genau. Da ist die Mitte, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir doch schon mal. Genau, hier sind keine Bäume mehr im Weg. Und hier sind keine Bäume mehr im Weg. Perfekt. Dann können wir doch hier so richtig schön langziehen. So langzimmern. Und nach vorne wird das Gebäude ein bisschen weiter rüber schwenken, ein bisschen rüber ragen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe da nämlich Design-Elemente technisch noch ein bisschen was vor. Das war gerade zu viel des Guten. Die Frage ist, kriege ich das hin? Vor allen Dingen, wie weit muss ich mit dem Holz vorschwenken, damit das Ganze so aussieht, wie ich das mir vorstelle. Ich würde mal sagen, der Baum. Nee, doch, den Baum lasse ich. Das heißt, wir machen nur bis hier. Und das ist schon die erste Fuhre Holz leer. Nicht so geil. Komm, die gehen wir gleich mal zweimal. Wir werden es brauchen. Wahrscheinlich. Er hat hier nicht alles weggemacht. Ist hier immer noch Gras. Oder breitet sich das Gras tatsächlich aus? Kann natürlich sein, ne? Erde. Gib mir mal die Erde. Wobei hier würde ich lieber eher dann später noch Stein hin machen. Da, ja, genau. So. Perfekt. Ah, machen wir sie richtig schnieke Holzebene. Wir werden noch scheiße viel Holz brauchen. Das ist ja offensichtlich. Ja, das war jetzt nicht so geil. Dankeschön. Nein. Holz. Hey, hey, langsam wird uns. Wir müssten echt noch mehr Bäume abholzen hier. Weg mit dem Regenwald. Braucht sowieso keiner. So. Ja. Jetzt kommt hier die Erde weg. So. Ja. Oder? Bäh. Ich weiß nicht. Doch, das macht so hier voll Sinn. Machen wir es so. Genau, die Erde muss hier komplett weg. Nee, halt nicht komplett, nur so dass zwei Schreien übrig bleiben. Das heißt, hier die dritte Reihe ab hier muss dann weg. Was ich mir nämlich vorgestellt habe, habe ich mir gerade so in meinem Kopf Gehirngedanken so dürfte garantiert geil aussehen. Wenn wir hier, oh ja, aber drei würde drei reichen. Nee, drei ist zu wenig. Ah, okay, dann ist die Reihe auch noch weg. Was ich nämlich gedacht habe, ist, dass wir unter dieser Etage hier einen Keller ausheben. Deswegen bleibt hier der Sand quasi auch bestehen, weil das quasi in dem Berg sein soll. Denn die Etage, ne, logisch, ist ja Keller. Aber der Keller soll aufgrund dessen, dass es hier runter geht, denn hier aus dem Berg rausragen. Und diese Front des Kellers, die dann quasi aus dem Berg rausragt, ist dann gleichzeitig auch unsere Eingangstür. Das heißt, man betritt das Haus durch den Keller durch. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich hoffe, das ist auch nur ansatzweise so geil, wie ich mir das vorstelle. Und da ist die Schippe auch schon direkt wegoxidiert. Gib mir mal ein bisschen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Das Problem ist, ich würde den Keller gerne aus Stein machen. Das heißt, wir brauchen auch viel Stein. Sehr viel Stein. Allerdings, da wir hier sowieso hier gerade ausheben, kann ich hier gleich noch ein bisschen Stein abbauen. Das ist gar nicht so schlecht. Alter, wie dick ist denn hier die Sandschicht? God damn it. Okay, hier kommt endlich mal Gestein. Sehr schön. Das ist auch schon wieder Sand. Ist ja schlimm, ist das ja. God damn it. So. Und erstmal Sand. Tja, normalerweise würde ich ja sagen, Sand ist immer gar relativ gut, weil sich da Ressourcen ansammeln. Aber so weit, wie wir über dem Nullpunkt sind, wir sind ja, ne, auf dem Berg. Ich glaube, hier haben wir noch nicht so viele Ressourcen. Wenn wir hier ein bisschen Kohle finden, können wir uns schon glücklich schätzen. Aber ich glaube mal, selbst das ist eher unwahrscheinlich. Hallo, bin ich schon voll? Tatsächlich. Oh, Kacke. Okay, wir haben hier jetzt unsere Plattform. Das heißt, ich kann jetzt hier irgendwo mal unsere Kiste hinklatschen. Ich würde mal sagen, hier hinten in die Ecke. So. Da können wir sie später am ehesten gebrauchen. Und dann mache ich erstmal das rein, wovon wir hier, was unser Inventar zumüllt. Knochen, Alter. So. Wir könnten uns eigentlich auch direkt mal einen Ofen bauen. Dann können wir den nämlich auch direkt daneben klatschen. Aber ich hätte hier gerne später eine Doppelkiste. Das heißt, ich mache den Ofen mal hier hin. So, machen wir hier die Blätter rein und dann haben wir nämlich direkt schon Ofen. Oder ich mache hier mal den 61er Stack rein. Die restlichen Blätter kommen erstmal hier rein. Hier haben wir noch eine Tomate, ein bisschen Fleisch und ein Boot. Ach komm. Alles weg. So, okay. Sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht. Ach du Scheiße, wir sind ja fast hier am Verhungern. Äpfel. Danke. So. Yay. Wir können wieder Sachen aufnehmen. Haben wir Fackeln dabei? Haben wir noch keine Fackeln? Das Problem ist halt, wir haben auch noch keine Kohle. Ah, Scheiße. Wird mir hier bei Äpfel klauen. Nahrungssicherung ist immer eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Weil wenn man denn schon am Verhungern ist. Oh, wir haben eine Rüstung. Wait a minute. Oh, wir haben eine Kaktusrüstung. Ja, lol. Hä? Momentchen mal. Warum bewegt sich der Kopf nicht? Bei dem neuen Mindtest, da müsste sich doch der Kopf immer mitbewegen, oder nicht? Hä? Warte mal ganz kurz. Wir machen mal hier lokales Spiel, Test. Beim Mindtest, da bewegt sich doch... das war falsch. Nö. Hä, war es nicht so, dass sich bei Mindtest mittlerweile der Kopf bewegt? Oder war das nur bei meinen Klonen so? Weil bei meinen Klonen ist das auf jeden Fall jetzt so. Aber ich dachte bei meinen Tests auch. Ne, doch nicht, dann ist es halt nicht so. Ne, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja. Bin ich nur schon wieder ein bisschen dumm. Ne, aber hier bei da. Ja, wenn wir hier mal hier so den, So, den Minecraft-Server joint. Ha? Da kann man richtig schön sehen, wie sich hier der Kopf mitneigt. Oh, my penis is so large. Oh. Genickbruch. Ja. Genau das. Genau.
Warte mal ganz kurz. Okay. Das Bild hier. Eine Kuh. Das Bild hier. Das da. Erinnert mich gerade an den Anime Weathering with You. Diesen neuen von Makoto Shinkai. Ja, weil da ist Mädchen und da ist überall Wasser und sie ist aus Wasser, somit sind es ihre Haare. Ist genauso wie bei Weathering with You. Das ist schöner Anime. Schöner Anime. Ein perfekter Anime. Ich meine, von Makoto Shinkai, da fand ich die alten Animes auch immer sehr schön. Ne? Also hier The Place We The Place We Promised in Our Early Days. Nee, The Place Promised in Our Early Days. So. Und 5 cm per Second und sowas alles. Auch sehr schöne Animes. Aber Weathering with You ist auch grafisch ein Schmuckstück. Ein Schmuckstück, würde ich sagen. Mit dem kann man sich schmücken. Also zumindest, soll ihn, also Makoto Shinkai, ich kann sich mit dem auf jeden Fall schmücken. Der hat, also das war ja, also für ihn, das ist natürlich hier eine. Ich meine, Your Name war ja schon für ihn der Aufbruch in die Elite, würde ich jetzt mal sagen. Aber mit Weathering with You ist er, noch, ist er jetzt quasi noch mal eine Liga aufgestiegen. Er ist jetzt quasi eigentlich als Direktor, als Animator und als animalischer, was auch immer, unantastbar. Ich meine, für mich war er sowieso schon immer unantastbar, ne? Weil seine alten Animes, die er vor Your Name gemacht hat, waren er für mich auch immer schon perfekt in allen Hinsichten. Vor allem, wie gesagt, The Place of Promised in Our Early Days. Das war für mich eigentlich der bis dahin schönste Anime, den ich kannte. Von daher war er für mich sowieso immer schon ein bisschen The King of Anime. Aber jetzt noch ein bisschen mehr. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede, der hatte ich ja, glaube ich, mal gezeigt gehabt. Warum ist er in meinem falschen Fenster? Also wegen. Na, Weathering with You. Das ist ja sein allerneuester Anime. Das, womit er in der großen Welt bekannt geworden ist, ist Your Name. Und ich kannte ihn aber schon wesentlich früher. Ich kannte ihn schon noch zu Zeiten von 5 cm per Second. Ah, das waren so seine älteren Animes. Vor allem hat mich da auch halt der Zeichenstil extrem gefallen. Und The Play. Place, nein, das da. Promise in Our Early Days. Das ist. Kann vielleicht daran liegen, dass ich Züge mag und der Anime sehr stark, wie man hier schon sieht, ne, Zug thematisierend ist. Also Züge und Zug auch da. Also Technik allgemein gut vertreten ist. Vielleicht hatte ich deswegen schon immer eine Bindung zu dem Anime, aber halt vor allen Dingen auch die Story als solches. Der Anime an sich ist einfach schön. Einfach schön. Das mit den Zügen ist nochmal ein i-Töpfelchen obendrauf. Vor allem in allen seinen Animes. Auch bei 5 cm per Second. Da geht es ja auch um den Zug quasi, dass er durch Zug und so. Ja, genau. Wie gesagt, kann man gucken hier. Makoto Shinkai. Gib mir das ein, was ich eingebe. Der Dude tut alles weg. Und der ist halt geil. Genau, Garden of Words, relativ kurzer Anime. Und ich habe ihn halt kennengelernt. Ja, quasi mit dem Anime hab ich ihn kennengelernt. Und ja, ich meine, die beiden Animes kenne ich jetzt natürlich auch. Aber die habe ich dann halt erst im Nachhinein geguckt. Aber mit dem Anime habe ich ihn halt kennengelernt. Und mit dem Anime ist er in der großen, weiten Welt berühmt geworden. Und das ist halt der neueste. Und ich freue mich schon auf den nächsten Anime, der irgendwann mal rauskommt. Ja. So. Sand. Den Sand müssen wir ja auch loswerden.
Diese Schippen. Diese minderwertige Qualität. Wir brauchen, by the way, mal mehr Gestein. Wir sollten mal langsam hier anfangen, ein bisschen Gestein abzubauen. Die Frage ist, wie ziehen wir das Ganze auf? Ich hätte hier gerne einen Steinboden drinne. Ja. Das heißt, die Steine da hinten, die bleiben tatsächlich mal. Aber die Steine hier, die baue ich ab und schmelze sie dann ein, damit wir die hier oben als Schicht wieder raufbauen, packen können. Ja, das macht voll Sinn. Dann haben wir hier quasi drei Höhe. Und dann kommt hier die Decke. Ja, doch, das macht voll Sinn. Das macht voll Sinn. Das heißt, die Steine hier unten können weg. Jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht mehr, wie lange jetzt überhaupt die Folge geht. 26 Minuten. Interessant. Das Schöne ist, jetzt brauche ich hier unten diese Sitzungsdauer eigentlich gar nicht mehr, ne? Weil ich habe jetzt hier durch OBS, sehe ich ja, wie lange der schon aufnimmt. Naja, egal. So. Ach ja, es gibt nichts Entspannenderes als abbauen. Ein bisschen Erde klatschen, ein bisschen Steine klatschen. Vor allem diesen ganzen Sand klatschen. Mal gucken, vielleicht können wir mit dem Sand ja später dann noch so einen kleinen Weg bauen nach unten hin, weil wir müssen ja auch noch hier dann so einen Weg, der diesen Berg runter geht, bauen. Und da ist halt die Frage, ob wir den dann aus Kies machen oder halt aus Sand, also hier aus Zuckersand. Oder vielleicht aus beidem. Ich meine, wir spielen ja hier immerhin auf dem Kreativserver. Hier gibt es ja verschiedenste Materialien, die man noch machen kann. Da müssen wir sowieso mal gucken, was es hier alles gibt. Abgesehen von Dunkelheit. Ja, wir brauchen Fackeln. Wir brauchen Kohle. Schwanzkack. Arsch. Aber die schütten halt wirklich nicht sehr lange, ne? Ah, ich sehe hier. Sand abgebaut und keinerlei Mineralien. Nicht mal Kohle. That is a little bit deprimierend hier. Gut, ich schmeiß erstmal das bisschen Gestein hier in den Ofen rein. Da so. Wir haben gerade mal 24. Das ist wirklich nicht sehr viel. Ja komm, da gehen wir mal mit der Spitzhacke in unsere gerade neu gewonnene Höhle da hinten. Die ist ein bisschen näher an dem an der Nullebene, also am Wasser. Wo war das? Vielleicht finden wir da ein bisschen mehr Kohle oder überhaupt mal Kohle. Alter, lass mich noch mal hoch hier. Wo ist das Ding? Hier muss es gewesen sein. Ja, genau da. Hier ist wenigstens noch ein bisschen heller. Hier sieht man wenigstens, was man macht. Zumindest noch. Zur Not können wir ja anfangen, ein bisschen in die Breite zu bauen. Wenn es hier so dunkel wird. Na. Jetzt fängt es hier nämlich auch an, dunkel zu werden. Okay, dann bauen wir hier mal ein bisschen in die Tiefe. Haben wir zum einen noch mehr Stein. Und zum anderen haben wir vielleicht Glück, finden hier ein bisschen Kohle. Und wenn ich sage, vielleicht haben wir Glück, dann heißt das, dass ich persönlich schon davon ausgehe, dass wir definitiv keine Kohle finden. Weil ich mein Glück kenne. Da. Alles, was ich möchte, ist ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, so viel zum Thema. Ah! Wir haben die gefunden, ein bisschen Kohle. Oh, noch mehr Kohle. Oh, da freuen sich aber die Finanzämter. Ein Mensch mit der Kohle. Oh, Alter, nice.
Ein richtiges Flößlein. Also mach ich mal direkt mal eine Fackel, ein paar Fackeln hier. Mache ich mal vier. Und setze mal eine direkt hier hin. So. Und dann geht's los. So eine Meerkohle. Wir brauchen Kohle. Manches Kinder, wo ist denn die Kohle? Die Kohle, die Kohle, die Kohle. Stein. Stein. So. Okay, soll das erstmal gereicht haben, tunerweise machen. Ja, so sieht gut aus. Und mit den Fackeln können wir jetzt bei uns oben weiterbauen. Dann sehen wir, wie das ist, auch was, wo wir bauen. Ja. Das ist doch ganz geil. Na, kommen wir mal hoch jetzt hier. Ach, da. So, wie gesagt, hier kommt später auch noch Gestein hin. Können wir eigentlich jetzt gleich machen. Wobei, nee, eigentlich ist das gar nicht mal so intelligent. Denn das sollte ja wirklich so aussehen, wie als wenn das Ganze hier nur drauf liegt. Und zwar gestützt durch Holz. Also ungefähr so hier. Weil der eigentliche Keller, also das ist ja erst ab hier. Das heißt, ab hier kommt erst die Mauer. Das heißt, hier überragt es ihn quasi ein bisschen. Ne? So ist es ja von die Optik her gedenkt. Ja, genau hier. So. Genau. Voilà. Und dann, wie gesagt, kommt hier dann in der Mitte halt der Keller. Also die oberste Etage vom Keller. Es geht dann ein bisschen weiter runter. Nehmen wir gleichzeitig hier als Mine. Können wir mal ein bisschen Gestein und zum Beispiel so einen Scheiß abbauen. Dann bauen wir es quasi immer Schacht für Schacht runter. Das wird geil. Dann haben wir so richtiges, vielleicht können wir noch irgendwie noch ein, weiß nicht, Fahrstuhl oder sowas einbauen. Muss man denn mal gucken. Ja. Achso, ich weiß nicht, ich will erstmal von vor dir. Geht doch. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Folge dann wieder. Wenn es denn dann heißt, Heißes Tarn oder sowas, keine Ahnung. Ja, bis dann.